Hitler hat 1937 zum definitiven Schlag gegen die modernen Künstler ausgeholt. Mein Großonkel Josef Urbach wurde in den 1920er Jahren von 4 jüdischen Familien in Essen gesammelt und gefördert und nach Italien geschickt. Und die dort entstandenen Bilder sind überwiegend in ihre Sammlungen übergegangen. Und deswegen glaube ich, was das Thema Lost Art anbetrifft, dass viele dieser Bilder zerstört worden sind in der sogenannten Reichskristallnacht. In 1933, when Hitler came to power, he actually was the first one in our family to say, this will go wrong, definitely wrong. And we believe that because he left so early in 34 already, that he had been able, he must have been able, to take with him a lot of his belongings. Und eben auch dieses Bild. So that's what we believe, that's our theory. To move from one place to the other in Holland, that somehow it got lost. Parce qu'il est allemand, et ça c'est très profondément dans la mentalité de la famille Abel. Ils sont allemands. La partie juive fait partie de leur culture générale. C'est une partie de leur identité, mais ils sont profondément allemands. Oui, bien sûr, bien sûr. Wenn es so viele Bilder aus Italien gibt, dann vermuten wir, dass eigentlich das meiste Lost Art sein muss. Also ist es unwahrscheinlich, dass mehr als 2 Bilder nach Schweden gekommen sind von Urbach. Aber wo? Wohin?